Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück zu einer neuen Runde im Kopf des Feindes. Und Giacomo vom Channel Lieber Kate hat eine Runde Town of Salem als Konsort aufgenommen. Sie mir zugeschickt und ich kommentiere das Ganze. Das macht er natürlich auch mit Runden vor mir. Das heißt, ein Blick bei ihm auf dem Kanal macht Sinn. Außerdem hat er angekündigt, ich bekomme eine sehr geniale Folge von ihm. Das heißt, die Erwartungen sind sehr hoch. Und sollte er natürlich jetzt hier Schwachsinn gelabert haben, bitte ich euch das sofort bei ihm unter dem nächsten Video kundzutun, ihn ein bisschen zu kritisieren dafür, dass er hier falsche Versprechungen gemacht hat. Naja, wir haben eine Ranked oder Ranked Practice Runde, das sieht man links am Setup. Außerdem haben sie zwei Konsorts in der Mafia. Mal gucken, was Jaco so reißen kann mit seinen Mafia-Kollegen. Er checkt erstmal, wer was gemacht hat. Und er wird Yosuke roadblocken wollen. Natürlich erstmal der Fake-Wille als Escort. Das ist logisch, weil passender Claim. Und er schreibt auch ein, wen er wirklich gewoblockt hat. Natürlich Hashtag alles Noobs außer Mutti. Das darf nicht fehlen. Wenn es einen Spy gibt, ist sowas gefährlich, die Wahrheit reinzuschreiben. Aber wir werden es sehen. Jester sagt, er hat Veteranen-Squalls am Laufen, aber die funktionieren nicht. Und es wurde Jester attackiert. Und L ist tot. L ist der Einzige, der gestorben ist. Am SK nehme ich an. Oh, Prudy, die murdert. Oh, es gibt einen Transporter. Jetzt wird es interessant. Vielleicht haben sie den SK rausgefunden. Das kann man sehen, wenn Jaco nochmal den Chatlog öffnet. Aber ansonsten wissen wir, Transporter oder Witchstar. Und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, dass es wirklich der Transporter ist. Und Jaco sofort mit dem Witz, seems like the Mafia got a traitor. Ja. Okay, es ist ein Transporter. Jester confirmed das Ganze nochmal. Das macht es natürlich nicht einfach, weil es dadurch extrem spannend werden kann. Und wir haben ein Mayor-Game. Das heißt, Random Town 1 ist raus. Sobald Jaco sein Escort-Claim raushauen wird, wird es schwieriger, weil das Random Town Nummer 2 ist und sowas wird sehr, sehr kritisch gesehen. Doc, heal Mayor, please. Das wird nicht lange funktionieren, Ronald. Aber es gibt den Transporter, sodass natürlich dadurch alles sehr viel spannender werden kann. Müssen wir mal gucken, inwiefern das hier das Spiel beeinflussen wird. So, wir haben ja einen kleinen Trump, der Mayor ist. Also, selbst in Salem werden die Votes nicht wirklich gut abgegeben, kann man so sagen. Oh, Jaco, das kann gefährlich sein. And the arsonists are gonna pay for it. Jaco spielt hier ein bisschen mit dem seltsamen, verrückten Menschen. Warum soll der Transporter nochmal Jester transportieren? Das macht keinen Sinn. Er wird gejailt. Kommt der Escort-Claim? Ich gehe davon aus. Ja. Ein cool. Interessant. In Ordnung. Die Mafia will Samuel Paris töten. Ist natürlich nicht einfach, jetzt schon den Konsort verloren zu haben. Aber der Jailer ist damit erstmal d'accord, was den Claim angeht. Den Mayor roadblocken. Einfach nur um zu zeigen, dass es wirklich eine Escort ist. Kann Sinn machen. Kira und Samuel Paris sind down, das heißt SK und Mafia haben unterschiedliche Targets ausgewählt. Die Mafia hat auch ihr geplantes Target getötet. Samuel Paris ist damit raus. Er hat den letzten Willen hinterlassen und zwar war er Medium. Jetzt wird's kompliziert und L hat das Game gefroht. Er hat alle Mafia-Member verraten, deswegen auch direkt der Report. Jetzt wird das Spiel sehr schnell zu Ende sein und dementsprechend glaube ich, dass Jaco hier wieder mal, wie schon in der letzten Woche, eine Runde genommen hat, in der er früh stirbt und dann einfach nochmal eine neue Runde angefangen hat. Das macht er gerne. Oh, und es gibt den Spy. Das ist gut für Jaco, dass der raus ist, weil er kann damit nicht sagen, dass Yogi Mafia ist.
Aber natürlich werden jetzt die Hinweise des Mafioso bzw. des Konsorts genutzt und ein Mafia nach dem anderen getötet. Zumindest erstmal einer und dann eben das Ganze abgecheckt. Es sei denn, alle ignorieren den letzten Willen. Ein Versuch, den Jaco durchziehen könnte, wäre im Notfall zu claimen, dass es einen Forger gibt. Und dementsprechend diese Lügen als solche zu entlarven. Jester hat es allerdings gelesen, was im letzten Willen steht, sonst keiner. James Russell sagt auch direkt, er lügt offensichtlich. Aber es passiert genau das, was geplant war oder passieren musste, dass jetzt eben ein Mafia-Member rausgehauen wird und dementsprechend der Jailer den nächsten auch killen wird. Ein Vote. Oh, das war lucky. Und der Jailer hat keinen von denen mitgenommen. Interessant. Ja, natürlich ist der Mayor extrem gefährlich, aber das andere Problem ist, es könnte einen Bodyguard geben. Warum beide? James Russell will es versuchen. Er möchte den Mafioso zum Mayor schicken. Das wird niemals funktionieren. Deswegen wechselt er auch nochmal. Er geht auf Jester. Wow. Double Heal. Der Transporter hätte es fast schon wieder geschafft. Die wollen echt Jester tot sehen. Sie wollen einfach wirklich den Jester loswerden. Das ist so interessant, wie der Transporter hier die Leute einfach nur rettet. I feel like a god now. Es ist vielleicht sogar gar nicht so schlecht, dass hier kein Tawny gestorben ist. Weil dadurch immer noch 7 Votes nötig sind, um den einen hochzuwählen. Was heißt, vielleicht schläft wieder ein Townie und wählt nicht mit. Der letzte Wille von James Russell ist dumm. Er muss auf den Mayor gehen als Bodyguard claimen. Also ihn würde ich instant mitnehmen. Bis wenn er davon ausgeht, ja, der Transporter wird den Mayor transportieren. Im Notfall muss er trotzdem auf ihn draufgehen, wenigstens vom letzten Willen her. Ein Veteran claimen, der ist nicht dumm. Deswegen auch der Hinweis, wenn da kein Counterclaim ist, dann wähle ich Inno. Blappi verteidigt ihn ja auch, dass ein Veteran keinen Willen hat. Ich gehe aber davon aus, dass, wenn es einen Vigilante gibt, er jetzt den Hartford killen wird in der Nacht. Und er wird geguiltet, weil der Mayor sagt, weg mit ihm. Warum Yogi bitte reporten? Und warum Samuel Paris? Was hat Samuel Paris falsch gemacht? Also der hat keine Ahnung, wie Game Throwing funktioniert, der Hartford. Aber jetzt war's das. Da muss der Jailer jetzt mitmachen und die töten. Ja. James Russell wird exekutiert werden. Jaco kann nichts machen. Das Ding ist bisher nicht wirklich so grandios, wie du gesagt hast, Jaco. Also jetzt muss hier echt ein Wunder passieren. Jetzt müsstest du den Jailer Vote blocken, damit sie am nächsten Tag voten, aber selbst dann ist das Ding durch. Es kann eigentlich nichts werden.
wurde nicht exekutiert. James Wasser lebt noch, weil Jaco nicht direkt zum Mafioso wurde. Und Jester ist endlich tot, das hat lang genug gedauert. Der SK hat ihn erwischt. Wahrscheinlich war Jester jetzt auch noch der Jailer und dann wird James Wasser deswegen gewotet. Er ist der Transporter. Okay, hat er gut gemacht. Sich selbst zu transportieren ist natürlich schlau. Vor allem, wenn er eben am Anfang so geschrieben hat. Jetzt müsste eigentlich Jaco sagen, dass er vielleicht geheilt wurde. Um halt auch James Wasser so ein bisschen aus der Schusslinie rauszunehmen. Was natürlich auch immer gefährlich ist, weil wir haben ein Medium, wir haben einen Transporter, wir haben den Mayor, das heißt zwei Random Towns sind raus. Dazu haben wir Jacos Escort Claim. Es könnte natürlich sein, dass Jaco den Jailer gewarblockt hat und deswegen James Wasser noch lebt. Ja, das wird sein. Der SK ist natürlich auch ganz schön am Ende. Aus dem einfachen Grund, die Mafia wird spätestens in der nächsten Nacht komplett ausgeschaltet sein. Und dann muss er ganz alleine spielen. Jaco versucht natürlich sein Bestes, hier irgendwie noch seinen Kollegen rauszureißen aus der ganzen Bredouille, in die Elsie gebracht hat. Oh, Blubby mit dem Doktor-Claim. Samuel Seaver sagt, James Wasser ist 100% Bodyguard. Der Move ist gar nicht mal so dumm, um den Godfather zu retten. Aber jetzt steht er alleine da. Ja, anscheinend muss er es sein. So wie er sich aufführt. Der Mayor vertraut Jaco? Warum? Der Jailer macht es nicht? Jetzt bin ich verwirrt. Also der Jailer muss hier Jaco exekutieren. Dass der Konsort in seinem dem Medium zwei Mafias und einen Nicht-Mafia verrät, ist sehr unwahrscheinlich. Und dazu, dass die zwei Mafias auch noch rausgehen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch ist, das macht keinen Sinn. Ich glaube aber auch, es macht keinen Sinn, ehrlich gesagt, jetzt den Mayor zu attackieren, der dich anscheinend in irgendeiner Weise doch zu mögen scheint. Andererseits, die Votes müssen raus. Und Jaco wurde wieder geheilt. Der Doktor rettet Jaco zum zweiten Mal den Allerwertesten. Es kann natürlich sein, dass der Doktor dumm ist, eventuell, und davon ausgeht, dass Jaco nicht Mafia sein kann, weil er von ihm geheilt worden ist gegen die Mafia. Das wäre extrem lucky, wenn nämlich der Doktor nicht den letzten Willen des Transporters liest. Wir haben auch nur das Neutral Evil am Stehen. Wir wissen nicht, was Neutral Evil ist. Bisher gab es keinen Witch-Claim. Jaco kann natürlich den Fakt, dass er von der Mafia attackiert wurde, für sich ausnutzen, sofern alle dumm sind. Warum sollte man jetzt Blubby lynchen? Und angeblich gibt es wirklich die Hexe, die jetzt anfängt, den Doktor zu dann war es ein guter Move von der Hexe. Smart von der Hexe zu sagen, hier, ich nutze den Doktor-Claim und schicke ihn auf den Mafia-Member, um ihn zu retten. Sehr gut von der Hexe. Ja, Jaco macht jetzt hier einen richtigen Move. Warum sollten wir den Doktor-Claim bitte killen? Das macht gar keinen Sinn. Wir brauchen den Doktor noch. Und es wurden ja Leute geheilt.
Das dreht sich gerade richtig gut. Das dreht sich extrem gut gerade für Jocko. Weil jetzt eventuell der Jailer sagt, ich nehme den mit, der den Doktor killen will und killt ihn. Und dadurch könnte er keine Exekutionen mehr nutzen. Die Hexe muss heute Nacht den Vigilanti nutzen, den Vigiclaim, um jemanden zu killen. Und Jocko lebt noch. Die Hexe hätte allerdings Jocko schon anwispern müssen, damit sie jetzt nicht attackiert wird. Der Move ist auch nicht dumm, den Vigilanti jetzt rausnehmen, damit er nicht später anfangen kann, noch random zu schießen. Im besten Fall nutzt die Hexe ihn sowieso, um einen Townie zu killen. T ist down. Wurde nicht geheilt. Und Donald ist down und Yosuke. Das heißt, der Jailer hat wahrscheinlich wirklich exekutiert oder die Hexe hat den Vigilanti genutzt. Mal schauen. T, warst du wirklich Vigilanti oder Veteran? Er war Vigilanti. Dumm, Vigilanti offen zu claimen, nachdem es einen Witch-Claim gab. Also einen Controlled-Claim. Und die Hexe hat mitgespielt. Donald ist down. War schön gemacht. Wenn jetzt Yosuke noch der Jailer war, am SK-Stab, können sie den SK rausworten, da gewinnt Jocko das Spiel echt noch. Das hätte ich nicht erwartet nach dem Anfang. Ich dachte wirklich, er hätte wieder zwei zusammengeschnitten. Er ist Jailer. Aber Donald war gejailt. Nacht 5. Jetzt haben wir drei Bösewichte gegen zwei Townies. Ich gehe auch davon aus, dass die Hexe dem Jocko eher helfen will als dem Serial Killer, weil eben Jocko mit dem Game-Throwing Consort hier ein extremes Manko hatte. Ronald soll als K sein. Ihn rausworten wäre das Einzige, was sie jetzt machen können. Im Notfall auf die Hexe hoffen. Ja, da kommt noch der Doktor Claim. Ja, aber es geht nicht um Roland, es geht um Ronald. Und ich glaube, du hast Ronald sogar gewoblockt. Ich würde Ronald wählen. Du musst nochmal abchecken, wen du in der Nacht gewoblockt hast, als du doppelt gehealt wurdest. Weil ich meine, du hättest den SK gewoblockt. Ja, der Switch ist wichtig. Der war gut. Ronald ist der SK. Jocko hat das Ding gewonnen. Es sei denn, die Hexe gamefroht jetzt auch noch, aber das wäre extrem dumm. So, was haben wir da sonst noch so? Der Whisper ist wichtig. Das ist aber keine wichtige Erkenntnis, weil er hat gesagt, dass er geheilt wurde und Plappy sagt, er hat ihn geheilt. Das heißt nämlich, nein, ist die Hexe. Jocko, herzlichen Glückwunsch. Die Hexe hat dir den Arsch gerettet. Und die Dummheit des Jailers. Weil der Jailer musste Yogi exekutieren. Musste sie einfach. Herzlichen Glückwunsch, Hexe. Du bist der Hammer und ich muss sagen, Jocko hatte recht. Das war eine nicht wirklich schlechte Runde, die ihr hier abgeliefert habt. Ist jetzt echt auf Nein? Geh auf Plappy. Den Doktor. Geh auf Plappy.
Oder geh auf den Invest-Claim. Das ist die andere Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass der Doktor noch ein Self-Heal hat. Die Hexe wäre schlau, den Doktor jetzt auf sich selbst zu nehmen, einfach nur um auf Nummer sicher zu gehen, damit sie ihre Immunität nicht verliert. Wen hast du gewoblockt? Ja, du hast Ronald gewoblockt. Wie ich gesagt habe. Und der Self-Heal des Doktors hat gegriffen. Das war klar, nein. Das hat sich schon rauskristallisiert. Der Roll-Call ist uninteressant. Weil zwei Bösewichte gegen zwei Townies. Town-Killing ist raus. Und hier kann er sich auch revealen. Weil er eben nicht gewortet werden kann. Das ist wirklich keine schlechte Runde gewesen. Also, natürlich hilfreich, dass die alle so dumm sind. Was Jaco jetzt als Assi machen könnte, wäre natürlich die Hexe zu voten. Aber das wäre halt extrem fies und auch dumm, weil die Hexe immer noch sagen kann, du willst mich töten, ich lynch dich. Es sei denn natürlich, der Invest hätte gelogen. So, jetzt wird Jaco den Doktor attackieren, weil er keinen Selfie mehr hat. Er muss ihn auswählen, alles andere wäre dumm gewesen. Aber Jaco hat ja Ahnung in dem Spiel. Er ist ja nicht so, er ist zwar ein Noob, aber er ist nicht so ein Noob. Von daher, herzlichen Glückwunsch, Jaco. Glückwunsch an die Hexe, nein, hat sie sehr gut gespielt. Yogi am Leben zu halten mit Hilfe des Doktor-Claims. Und selbst wenn Yogi gestorben wäre, hätte sie immer noch den SK gehabt, um ihn in irgendeiner Weise zu nutzen. Von daher hat sie hier alles richtig gemacht. Gutes Spiel von der Hexe. Obwohl die Taunus auch im Nachhinein niemals hätte verlieren dürfen. Sie hatten die Votes, sie hätten direkt Yogi wählen müssen, nachdem der Mayor gestorben ist. Weil da haben sie noch ein 4 gegen 3 gehabt. Mit Serial Killer, Mafioso und Hexe. Aber eben Sheriff, Jailer, Investigator und Doktor auf der Seite. Das hätten sie noch gewinnen müssen. Ja. I didn't think it's possible to win this game, to be honest. Das hat keiner mehr geglaubt. Und ich gehe stark davon aus, dass Jaco danach extrem befeiert wird von Hartford und James Russell, solange sie noch nicht gelieft haben. Ich hoffe, du sagst auch Dankeschön an die Hexe. Das musst du machen. Komm schon. Gib der Hexe ein Dankeschön. Nicht nur Luck. Hier stellt sich Nein eindeutig unter den Scheffel. Da kommt es. Sehr gut, Jaco. Er ist halt nicht nur ein ordentlicher Tossspieler, er ist auch ein ordentlicher Mensch. Und aus dem Grund wähle ich dich jetzt, Hexe. Oh, das wäre so assi. Das wäre so assi gewesen, jetzt noch auf Nein zu switchen. Einfach nur, um alleine zu gewinnen. Ja, wenn ihr Runden habt für im Kopf des Zuschauers, dann könnt ihr mir Runden schicken. Das heißt, aufnehmen mit OBS, Afterburner, DX, Tori, Fraps, XSplit und was es sonst alles gibt. Dann ladet es einfach auf irgendwelchen bestimmten Seiten hoch. Ihr könnt es mir auch zuschicken mit Retransfer und Work Upload. Die E-Mail-Adresse ist ja bei meinen Kanalinformationen einzusehen. Und denkt dran, nur wenn ihr mir Runden schickt, kann ich sie kommentieren. Es gibt nur eine Regel, die gilt auch bei den Runden im Kopf des Feindes. Wenn Jaco kommentiert oder ich, maximal 2 Nächte vor dem Ende sterben. Das ist wichtig. Denn sonst gibt es nichts zu kommentieren.
Und das war eine ordentliche Runde. Hab mich gefreut. Glückwunsch an Jacko. Glückwunsch natürlich an die Hexe. Sie ist der heimliche Star dieser Runde gewesen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Genießt den Rosenmontag, aber übertreibt es nicht. Bis dahin, schönen Tag und ciao, Leute. Da ist es. Yugi, you fucking did it. Holy shit, you did it. You're the real MVP. Ciao, Leute.